Hallo meine Hübschen, ich habe wieder was Hübsches für euch. Nein, es geht's, handelt sich nicht um den Traktor und auch nicht um die Ecke, sondern um eigentlich drei Mods. Erstens um den Volvo FH Logging Truck und den Mercedes-Benz Logging Truck. Der Volvo ist das Grundmodell mit dem Auflieger, gibt es beides separat zum Downloaden auf Modhoster, und der Mercedes da ist entstanden im Prinzip aus dem Volvo umgebaut. Was mir nicht ganz so gefällt, ist die manuelle Schaltung, was der Mercedes hat, aber das zeige ich dann eh noch. Die Voreigenschaften vom FH sind auch nicht die allerbesten, weil im schwerem Gelände ist die Verbindung zwischen LKW und Auflieger zu steif, beziehungsweise ich finde, dass der Auflieger nicht ordentlich nachläuft. Man sieht es jetzt da in der Kurve, ich kann euch das gern, also bei der Kreuzung kann ich es gerne zeigen. Ich meine, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber seht ihr, der fährt. Der müsste viel schöner der Spur vom LKW nachlaufen. Und da hat man es auch gerade gesehen, dass das ein bisschen zu steif ist, die Verbindung. Vielleicht ist da eine Kollision, die was das einfach ein bisschen spießen lässt. Oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, in meiner Meinung nach, ist das etwas zu steif. Ja, man kann nicht einmal da rumfahren, weil eigentlich der Auflieger nicht ordentlich nachläuft in der Spur. Ja, wie ihr vielleicht das gerade mitgekriegt habt, es funktioniert der Kran. Funktioniert wie bei den. Okay, das ist natürlich wieder toll. Funktioniert wie bei den Kräne vom Forstmod. Hat auch die Funktionen. Wenn man natürlich aufs Fahrzeug mit reinschaut, geht das Ganze ein schneller auf und zu. Funktioniert ganz spitze. Vielleicht muss man es noch ein bisschen anpassen mit Inventieren für die Funktionen, aber im Großen und Ganzen ganz toll. Laden werde jetzt nichts, weil das wird die Zeit ein bisschen zu sehr beanspruchen. Das ist der Mercedes. Motor läuft schon. Ihr seht, wenn es oben schaut, Gang 6 bis 1 N neutral und Rückwärtsgang. Schalten tut man es jetzt bei mir mit Taste 5 und 6. Taste 5 ist aufgeschalten, wo sich dann vorwärts bewegt, im ersten Gang mit maximal 14 km/h, das zweite Gang, dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang und sechster Gang fährt eine 80er. Und wenn man zum Beispiel auf den Dreier drückt, dann kann man die Geschwindigkeit auch halten und man kann auch überschalten. Das Coole ist halt, dass man kann, wenn man die Taste 1, 2 oder 3 verwendet, kann man eben eine andere Drehzahl einstellen, wo er natürlich durch den passenden Gang dann auch die Geschwindigkeit anpasst. Das finde ich echt super. Zum Beispiel ist vorher mit dem sechsten Gang und Taste 2 fahrt er gerade mal einen 50er. Drücke ich auf die Taste 1 und im sechsten Gang, wenn ich nicht abwirke, ja, fahrt er ein bisschen schneller als mit dem 40er. Ups. Hätte ich fast angewirkt. Ich finde, so ist ganz witzig das Ganze, aber es ist halt beim Rangieren ist es halt sehr umständlich, wenn man den 1 neutral rückwärts, 1 neutral rückwärts. Aber es geht. Wenn es einem Spaß macht, man hört es auch, wenn man oberschaltet, zum Beispiel einen Gang. Die Motorbremsen. Was bis vor allem mit Taste 1 und Höchstgeschwindigkeit. Ja, da fährt er fast so schnell wie mit Tasten 2. Da fahre ich 60er. Ja, mit Tasten 3 fahre ich einen 80er. Da habe ich leider Mutter dementsprechend auf. Also wenn man sparsam fahren will, dann mit der 6. und Stufe 1. Funktioniert so ganz gut.
genauso im Rückwärtsgang. Ist ganz toll gelungen, sage ich jetzt einmal, aber ich persönlich bin der Fan vom Nichtschalten. Das heißt, muss ich ein bisschen abschalten, dass man mich schneller beschleunigt. So wie in Wirklichkeit halt auch. Wie sich das da mit voller Beladung auswirkt, das kann ich natürlich nicht sagen. Das müsst ihr selber testen. Beziehungsweise ihr könnt ja was anderes anhängen, um das Fahrzeug wirklich zu testen. Wie das Ding im Curseplay. Wie das Ding im Curseplay funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Die zwei haben sie lieb, die machen gerade Liebe. Okay. In ein Fahrzeug einspringen. Und bin schon wieder da. Ja. Ich sag, es sind zwei schöne Mods. Mir gefällt der Mercedes sehr gut, mir gefällt der Volvo sehr gut. Zwar nicht in Schräglage, aber mir gefällt es halt einfach sehr gut, die zwei. Kran funktioniert einwandfrei. Benötigt nicht der Fußmotor dafür. Ist klar, sonst bringe ich sowieso nichts. Boah, ich bin. Tut mir leid, es ist schon relativ spät und ja, bin schon ein bisschen müde. Sie haben Funktionen, Licht, Arbeitsscheinwerfer, Rundumlicht, was man halt so braucht bei so einem Gefährt. Ja. Voreigenschaften hat meiner Meinung nach der Mercedes schönere und bessere. Aber der Volvo, wie gesagt, wenn dann ein bisschen nachgearbeitet wird, dann funktioniert der Volvo auch ganz gut. Gut, ja, Link findest du natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst mal ein Like oder ähnliches da. Würde mich natürlich sehr drüber freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao, baba.